So, willkommen zum zweiten Video zur Steuerung. Ich habe ja im vorigen Video habe ich ja bin ich ja auf die Steuerung angegangen, die Hotkeys auf Raster umgestellt, ein paar Einstellungen bei Gameplay und so weiter und auch noch mal, wie man die Hotkeys und vor allem den T-Move üben kann. Wie gesagt, im vorigen Video. Wir kümmern uns jetzt um die Steuerung. Also die Anwendung der Steuerung. Und zwar gehen wir darunter wieder unter Arcade und suchen nach Unit Test. Da wollen wir eine Unit Test Map für LTV. Da nehme ich jetzt einfach den mit 5 Sternen. Nein, ich habe da gar kein Lesezeichen. Genau, da ist der Units LTV Unit Tester Online Version 1.3. Da könnt ihr mal einen Rechtsklick machen und ein Lesezeichen setzen wieder. Und da gehen wir wieder auf Erstellen. Das könnt ihr auch mit einem Spieler und mehreren Zuschauern machen. Ich mache das jetzt alleine. Was wir jetzt üben werden, ist Shift-Befehle, STRG-Befehle und die möglichen Kombinationen. Also gerade als Zerg ist das wichtig. Wenn ihr besser seid, müsst ihr noch die Armee splitten und sowas. Wenn ihr an mehreren Ecken angegriffen werdet. Das könnt ihr alles üben. Da könnt ihr richtig viel punkten in der Ladder. So, jetzt haben wir hier eine Auswahl an Einheiten. Ich kann jetzt hier, gibt es Protoss, Terraner, Zerg. Hier sind zwei Fenster übereinander, das heißt, ich klicke hier einmal drauf, dann bin ich bei den Upgrades. Wenn ich hier wieder klicke, bin ich bei den Einheiten. Bei Terraner ist es genauso und bei Zerg genauso und hier auf der anderen Seite natürlich genauso. So, und jetzt will ich auf der einen Seite nehme ich meinen Overseer, der tut nichts und kann nicht angegriffen werden von Dingen. Jetzt kann ich die Shift-Taste gedrückt halten und mal auf die Zerg klicken, dann habe ich 5 Stück und dann mache ich mir einfach ein paar mehr. So, 100 Stück. Kann man machen. Jetzt habe ich hier noch Optionen. Hier kann ich zum Beispiel den Leuten die Nerven, die Kontrolle überziehen oder wenn man was erklären will, dass sie nicht noch rumeiern und selber ausprobieren, während man was erklären will. Da gibt es einmal Einheiten erstellen, dann die roten hier links und die blauen rechts Einheiten kann man steuern. Da kann man dann zum Beispiel beim zweiten Spieler dann die blauen nehmen, beim roten Spieler dann wegnehmen und kann der erste der Spieler kann die roten nehmen und der andere die blauen oder umgekehrt oder beide, wie auch immer. So, ich will beide kontrollieren, weil ich es kann. Hier kann man die ganze Karte anzeigen, das kann man schon machen, kann man auch ausstellen, um den Sichtbereich zu begrenzen, zum Beispiel wenn man gegen Widow Mines irgendwie Micron will oder sowas. Dann kann man hier die Upgrades schon mal anmachen auf 1, 2 oder 3, dann muss man nicht so viel klicken. Das ist ganz nichts. Dann kann man die ganzen Fähigkeiten, also Geschwindigkeit von Einheiten, kann man anmachen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, die Zerglinge sind direkt schnell und der Overseer auch. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ich mach mal, vielleicht mache ich mal weg. Wenn ich jetzt auf Start gehe. Ah ja, die sind dann langsam, ne? Ja, genau. Super. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Hier aufs Terrain. Hier gibt es verschiedene Sachen. Es gibt einmal das Feld, das nehmen wir jetzt gleich. Beim Terrain gibt es auch noch eine kleine Choke, also S-Choke, Narrow Choke. Das ist so klein. Wenn man da halt 10 Lurker einbuddelt, dann kommt halt nicht mehr allzu viel an Bodeneinheiten durch. Also ein Ultra, den muss man schon quetschen, den muss man, keine Ahnung. Was braucht man dahinter? Da braucht man eigentlich eine Wiebe auf der anderen Seite, um den da durchzuziehen. Oder drüber zu ziehen. Bleibt dann stecken. Man kann die Choke hier zumachen mit einem Force-Feed oder mit einem Ultralisk, den man dann reinpfeffert. Bleibt mal da, alles klar. 10 Queens dahinter, die das heilen. Dann kommt da nichts mehr durch. Eine Weile lang. So. Was haben wir noch? Wir haben eine Choke, die ist ein bisschen größer. Da kann dann sogar der Ultralisk durch. Kann hier oben noch Siege-Schilden aufbauen, das ist natürlich auch super. Was haben wir noch? Eine kleine Rampe. Auch interessant. Das ist dann halt, nehmen wir gleich mit Baneling oder so. Nutzen wir dann.
Dann haben wir noch eine große Rampe, die ist ein bisschen breiter. Kann man da nicht mehr so einfach wallen. Das ist dann, wenn man die Karten hat als Terran oder bei Protoss, denkt man, ah, fucking hell, direkt gewehtot. Gibt einen Korridor. Da rollt dann von rechts nach links eine Feuerwand lang und zerbrennt die Zerklinge. Nee. Ja, das ist halt fürs Micron, wenn man nur in eine Richtung halt sozusagen nur Micron will. Sich zurückziehen will und Blinkstalker hat gegen Roaches oder was auch immer, die man immer so ein bisschen nach hinten blinkt oder so. Dann, was gibt's da noch? Ein Pass. Ja, gut, das ist ein bisschen breiter. Ist eigentlich dasselbe wie eben, nur halt ein bisschen breiter. Eine Natural. Hier sind noch Mineralien, das ist ganz nett. Dann kann man hier zum Beispiel Drohnen simulieren, also arbeitet dann ab. Mal tun und dann Overlord hinfliegen und hier Banning abladen oder Widow Mines oder ein High Templar mit Storm oder PTs oder was auch immer. Kann man so ein bisschen üben. So ein bisschen näher am Ladder spielen, sondern King of the Hill, dann gibt es in der Mitte halt eine Mitte, wo dann irgendwas steht. So kann man dann hier Force Fields üben. Das könnte man zum Beispiel machen. Ihr könnt hier Force Fields setzen, ne? Da muss man immer hier zwei Force Fields. Hier sind auch anderthalb Force Fields. Wenn es ein bisschen enger wäre, wäre cooler wahrscheinlich. Aber hier kann man Force Fields auf jeden Fall üben, wie man die setzt. Gerade hier an den breiten Rampen dürfen halt nur zwei Force Fields und nicht alle vier sein. Gut, haben wir sowas. Gut, dann kann man auch Mirror hier machen. Da ist dann halt auf beiden Seiten dieselben Einheiten. Dann startet man mit dem gleichen, aber das will ich nicht. Kann man hier Clear machen, dann ist alles weg. Und Arena gibt es noch. Gut. Wir wollen jetzt hier auf Terrain, auf Field gehen. Wir machen hier rechts einen Overseer und links machen wir ziemlich viele Zerklinge. Wie gesagt, Shift gedrückt halten und dann auf den Zergling klicken. Ganz oft, dann hat man immer 5. Ansonsten macht man immer einen. So, jetzt drücken wir auf Start. Den Overseer, keine Ahnung, der kommt jetzt irgendwo hin. Und dann kann man eigentlich da lassen. Beziehungsweise, ich gehe nochmal zurück. Ein bisschen anschaulicher zu machen, machen wir mal 4 Overseer. Genau. So, die tun wir jetzt mal hier hin. Dann hier hin. Ein hier hin. Und den. Egal, das ist unser Start-Overlord. So, jetzt haben wir hier auf Steuerungsgruppe 1 die Zerklänge. Abspeichern tun wir die Gruppe mit STG1 oder mit Alt-1, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Wir machen jetzt erstmal Shift-Befehle. Das heißt, das Ziel ist jetzt, alle Zerklinge einzeln auf die Punkte zu verteilen. Das heißt, ich mache hier, wähle hier, drücke auf die 1, habe ich alle Zerklinge ausgewählt. Dann mache ich Rechtsklick zu diesem Overlord hin. Dann bewegen sich alle hin. Dann Shift gedrückt halten. Linksklick unten auf die Zerklinge. Dann Rechtsklick zurück zum Overlord. Einmal abspeichern, also STG1 oder Alt-1 drücken. Und irgendeiner von den Zerglingen müsste eigentlich weggehen. Okay, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Also nochmal rechts. Ah, genau, da ist er. Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Der war jetzt irgendwie ganz. Dann machen wir das Ganze mal mit Speed an. Also Zergling Speed. Dann dürfte der Fehler nicht passieren. So, jetzt habe ich jetzt wieder. Sehr ein bisschen schneller. Auf der 1. So, und die Overlords noch ein bisschen verteilen. Die Minikarte klicken. Zack, zack. Zack. Gut. So, jetzt werden die Overlords wieder verteilt. Ich will jetzt hier jeweils einen Overlord schicke ich jetzt nach rechts, also 1 drücken, dann Rechtsklick auf die Minimap, Shift gedrückt halten, ein Klick in die Mitte und dann Rechtsklick wieder zurück und abspeichern. Das heißt, 100 Linge rennen nach rechts, 100 minus einer rennen nach links, also 99. Ein Link rechts, 99 links. Dann das gleiche, Rechtsklick, Shift gedrückt halten, Linksklick in die Mitte, Shift loslassen und dann Rechtsklick. Wieder mit Alt-1 oder STG1 abspeichern, je nachdem, was ihr eingestellt habt. Und dann machen wir so weiter. Das ruhig auch wieder langsam üben. Ich mache es hier schon relativ schnell. Also Rechtsklick, Shift gedrückt halten, Linksklick in die Mitte, Shift loslassen, Rechtsklick, Alt und 1. Ja, macht das ruhig.
immer wieder Rechtsklick, Shift-Klick halten, Linksklick in die Mitte, Shift loslassen, Rechtsklick, Alt 1 oder STG 1. Rechtsklick, Shift gedrückt halten, Linksklick in die Mitte, Rechtsklick, Alt 1. Zack, zack, zack. So, hier könnt ihr auch an der Präzision arbeiten, zum Beispiel, dass die Linge wirklich immer unter dem Overlord sind. Da gibt es auch noch einen Mouse Accuracy Trainer, also dass ihr besser klicken könnt. Aber das ist auch Übungssache, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wenn es ungefähr in der Mineralienlinie, ob das jetzt ein Millimeter rechts oder links der Zergling steht, Hauptsache, da wird nichts gebaut. Wenn ihr jetzt noch fies seid, grabt ihr die Linge ein. Aber das mache ich jetzt auch gleich dann noch. So, den können wir mit Shift 1 dazu tun. So, das macht ihr mit 100 Lingen. Macht es ruhig mit 100 Lingen. Wenn ihr das langsam übt, keine Fehler macht, wie gesagt, langsam üben, wiederholen, wiederholen, keine Fehler, dann werdet ihr von alleine schnell. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wiederholen, keine Fehler, langsam anfangen. Auch wenn ihr es schon könnt, fangt ruhig langsam an. Wenn ihr Fehler macht, dann ist das so ein bisschen verschwendete Zeit. So, das war jetzt Linge auf der Karte verteilen. Wozu brauche ich das? Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe Linge habe. Ich habe alle Linge in einer Steuerungsgruppe, dann will ich einen zum Watchtower schicken, dass ich einen bestimmten Bereich von der Karte sehe automatisch. Ich will zum Beispiel mit einem Link scouten oder mit einem Marine scouten oder mit einem Reaper zum Beispiel am Anfang eher, mit der Probe zum Beispiel. Also es gibt halt immer so das, was man eigentlich am Anfang macht. Man baut dann zum Beispiel mit Protoss, baut man den Pylon an der Rampe zur Natural oder eins weiter vorne an der nächsten Rampe, und direkt mit dieser Probe kann man dann scouten gehen. Da klickt man auf die Minikarte, hält dann Shift gedrückt, und klickt dann auf das eine Gas vom Gegner, auf das andere Gas vom Gegner und in die Natural und den vierten klickt dann wieder zurück. Dasselbe halt mit den Lingen. Also wenn man zum Beispiel Eier morpht als Zerg, hat man vier Shift-Befehle, die man der Einheit schon geben kann, bevor sie schlüpft. Danach sind es deutlich mehr, vielleicht 20, vielleicht 50, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall deutlich mehr als 4. Und gerade als Zerg lohnt sich halt, machen wir nachher nochmal, kann man auch gut üben, einzelne Linge in die Basis schicken. Mal in Natural, dann wieder 2 oder 1 bis 2 in die Main Base, dann wieder 2 in die dritte, dann wieder 2 in die Main Base und dann immer wieder zurücklaufen. Was sollen die dann machen? Die sollen ein bisschen nerven, die sollen die gegnerische Armee laufen lassen, immer hinterherlaufen lassen und vor allem die gegnerischen Banelinge zerstören. Das machen wir dann nachher mal als Übung. So, also gerade als Zerg ist das hier eine wichtige Übung. Genauso gut kann man mit Shift dann Gas befüllen. Das ist für alle wichtig. Zeige ich auch nochmal. Also wie gesagt, Linge auf der Karte verteilen, an den Watchtower, an die möglichen Basen, wo man expandieren kann, der Gegner expandieren kann. Irgendwie in den Weg, wenn der Link stirbt, war da wohl eine Armee, die stärker war als der Link. Meistens ist es dann die Hauptarmee, zumindest in den unteren Ligen. Und das ist einfach wichtig. Man bekommt dann eine Meldung. Oh, da ist was gestorben. Das ist viel besser als: Oh, verdammt, der Gegner steht in meiner Basis. Also vorher ein bisschen scouten. Also passives Scouten, indem man die Einheiten auf der Karte ein bisschen, billige Einheiten auf der Karte verteilt. Gut. Jetzt machen wir das gleich noch mit Patrouillieren. Das heißt, ich bin zum Beispiel als Zerg auf zwei Basen. Der Gegner ist auf einer Basis. Muss mich jetzt entscheiden, ob ich eine dritte Basis nehme oder nicht. Irgendwie kommt der Depp nicht aus seiner Basis raus. Er hat da irgendwie Siege Tanks drin oder Cannons oder was auch immer. Und jetzt will ich natürlich scouten. Aber ich will auch einfach mal, also ich schicke einen Overlord in die Richtung, ob da irgendwie Void Rays ankommen oder so. Natürlich bis dahin Queens gebaut, weil, naja, wenn der Gegner auf einer Basis ist, sind Queens immer super. Vielleicht noch einen Spore Crawler in jeder Mineralienlinie oder so und weiter Drohnen bauen. Aber wie auch immer. Ihr wollt jetzt gucken, hat der Depp jetzt eigentlich noch eine zweite Basis oder nicht?
Das heißt,